Hallo und herzlich willkommen im Garten heute mal ausnahmsweise. Nachdem jetzt wirklich sich die Nachfragen häufen, noch so ein paar allgemeine Informationen, wie das denn jetzt eigentlich mit Grönland ist und was wir da treiben und so ein bisschen FAQ, so in dem Stil, ne? Also, wann geht's los? In circa 3 Wochen, also Anfang August, hauen wir ab. Was machen wir dann? Wir sind erstmal in Kopenhagen. In Kopenhagen haben wir noch, ich glaube, 3 volle Tage zum Kopenhagen angucken, weil um nach Grönland zu kommen, gibt es eigentlich von Europa aus nur 2 Möglichkeiten. Und seit die Verbindung über Kanada gestrichen wurde, gibt es eigentlich nur, egal von wo aus, die 2 Möglichkeiten über Europa, um nach Grönland zu kommen. Nämlich muss man entweder von Kopenhagen oder, das ist Möglichkeit Nummer 2, von Reykjavik nach Grönland fliegen. Ja? Da gibt es dann zwar mehrere Möglichkeiten, wo man in Grönland landen kann, aber nichtsdestotrotz, nur diese beiden Flughäfen, soweit ich weiß, bedienen Verbindungen nach Grönland. Und wer fliegt nach Grönland? Naja, die Air Greenland. Ne? Das heißt, allzu viel Auswahl gibt es da nicht und selbstverständlich haben die da drauf dann auch ein kleines Monopol. Ich nehme es ihnen nicht übel, es ist so eine kleine Fluglinie, dass man da irgendwie dann auch mal gerne ein Auge zudrücken kann. Und zumal Grönland ja als Einnahmequelle, also die Grönländer insbesondere, den Tourismus sehr wohl brauchen, nachdem sie ja ihre traditionelle Lebensweise nicht mehr so leben können, wie sie ursprünglich mal gelebt haben. Was daran liegt, dass wir Weißen, schlicht und ergreifend, muss man in diesem Zusammenhang auch sagen, eben bei ihnen reingeplatzt sind und ihre traditionelle Lebensweise dementsprechend gestört haben. Indem wir ihnen gezeigt haben, was es denn noch so alles gibt an Schwachsinn auf dem Planeten. Ja? Das bedeutet also, ich finde, da können wir ruhig, da wir schuld sind, also wenn man jetzt an so eine Kollektivschuld glauben möchte, auch ein bisschen mehr zahlen als so rein theoretisch eventuell für diese Strecke notwendig wäre, wenn man dann jetzt Flüge eben noch weiter subventionieren würde im üblichen Rahmen. Und naja, Fliegen ist ohnehin immer viel zu billig. Da kann man sich natürlich jetzt immer auch streiten. Und naja, aber meiner Meinung nach fliegen im Regelfall echt viel zu billig, insbesondere so normale, häufige Flüge wie nach Mallorca oder an irgendeinen Strand von Land XY, das Strand hat, wobei das Land natürlich überhaupt keine Rolle spielt, weil der entsprechende Tourist ja sowieso nur den Hotelpool entsprechend zu sehen bekommt und bestenfalls tatsächlich den hoteleigenen Strand, der dann irgendwie 100 Meter lang ist, auf dem dann völlige Überfüllung herrscht. Und ja, das soll dann Urlaub sein, aber gut. Jedem das Seine, ich bevorzuge die etwas actionreichere bzw. etwas abenteuerliche bzw. lehrreiche und den Horizont erweiternde Variante der Reise. Gut, aber ja, wir fliegen dann also mit Air Greenland. Flug dauert, 6 Stunden von Kopenhagen bis nach Kangerlussuaq. Das Problem ist bei den grönländischen Ortsnamen, dass wir bisher noch nicht herausgefunden haben, ob es im Internet irgendein mögliches Tool gibt, das einem tatsächlich sagen kann, wie die entsprechenden Orte in Grönland heißen. Also es aussprechen kann, darum geht's ja. Ne? Das Problem ist ja nicht, dass man es nicht lesen könnte, sondern die Aussprache. Die würde mich mal wirklich dringend interessieren. Aber ich habe noch nichts gefunden, was entsprechend inuitisch spricht oder grönländisch, streng genommen, kann man auch so nennen, die entsprechende Sprache, die man da spricht. Aber ja, so. Und nachdem wir eben 3 Tage in Kopenhagen waren, geht's dahin. Was machen wir in Kopenhagen? Also ein Tag ist verplant für das entsprechende Nationalmuseum, wo auch eine Ausstellung zum Thema Grönland eben entsprechend zu finden ist. Das Problem mit Grönland ist, wirklich im Bewusstsein der Welt aufgetaucht, ist Grönland im vergangenen Jahrhundert 2-mal. Einmal ganz zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, als man da angefangen hat, eben heroische Taten im Sinne von Arktis-Expeditionen zu vollbringen. Und dann ist es erst wieder aufgetaucht, ja, so langsam nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, beziehungsweise während des Zweiten Weltkriegs, weil sich auch bei Grönland da eben ein gewisser militärischer Konflikt angebahnt hat, da Dänemark ja schon besetzt war von uns. Hat man überlegt, also wir,
ob man nicht gegebenenfalls gleich auch noch Grönland mitbesetzt, weil gehört ja irgendwie dazu. Das war damals auch schon so, dass sich Dänemark Grönland mehr oder weniger einverleibt hatte. Da gab es einen Konkurrenzkampf zwischen Norwegen oder Dänemark. Wer macht's, wer kriegt's? Und Dänemark hat sich halt eben durchgesetzt. Aber bevor wir im Grönland angekommen sind, mehr oder weniger zumindest, sind die Amis schon da gewesen. Die sind ja rein von der Strecke her auch näher dran. Und dementsprechend haben sich die Amerikaner dann da bereit gemacht. Sie wollten es übrigens auch mal Dänemark abkaufen, ähnlich wie der Deal mit Alaska, den sie da ja auch gemacht haben mit den Russen. Ne? Für ein Appel und ein Ei Alaska abgekauft, was dann an Boden schätzten, das, keine Ahnung, zigtausendfache wert gewesen ist, als das, was sie letztendlich dafür bezahlt haben. Also sowas hatten sie auch mit Grönland vor. Hat aber nicht geklappt. Die Dänen haben gesagt, nö, ich glaube 200 Millionen Euro oder irgend so, Dollar. Dollar wollten sie für Grönland zahlen. Also lächerlich. Auch wenn in Grönland kein Öl rumliegt. Bisher weiß man zumindest nicht, dass das so wäre. Also das, welches da wäre. Man hat noch keins gefunden. Und die Bodenschätze, ja, es gibt welche, aber es hält sich wohl doch eher in Grenzen. Aber nichtsdestotrotz ist für eine gigantische Insel der Ausmaße Grönlands, und Grönlands ist die größte Insel der Welt, wäre das völlig lächerlich, diese Summe da eben entsprechend anzunehmen. Und von daher haben die Dänen diesbezüglich natürlich wirklich alles richtig gemacht, dass sie da gesagt haben, apü. Ja, so, dann fliegen wir jedenfalls nach Grönland, nach Kangerlussuaq. Das ist der am nächsten am Inlandeis gelegene Flughafen von Grönland. Ist auch... ja, vielleicht, da kann man sich so ein bisschen streiten, am ehesten noch der internationale Flughafen. Die allermeisten Flüge, wenn man nach Grönland möchte, gehen schon in irgendeiner Form über Kangerlussuaq. Sondrestromfjord oder so ähnlich hieß das ursprünglich mal. Kangerlussuaq haben sie es dann erst genannt, nachdem die Amis da eben ihren Luftwaffenstützpunkt hingebaut haben, weshalb das jetzt auch die von der Infrastruktur her am besten ausgebauteste Ecke von Grönland ist. Ne? Autos haben die Grönländer auch gerne, aber Auto haben lohnt sich nicht, weil das Einzige, wo man damit fahren kann, ist im Dorf rauf und runter. Auto haben in Kangerlussuaq, das lohnt sich noch einigermaßen, weil da hat man immerhin sage und schreibe so 50 Kilometer Straße. Das ist übrigens auch die längste zusammenhängende Straße von ganz Grönland. Also, nee, mit Auto kommst du nicht weit. Es gibt schlicht und ergreifend keine Straßen auf der Insel. Und Kangerlussuaq, das ist also ungefähr ein kleines bisschen nördlich vom 70. Breitengrad, also vom Polarkreis gelegen. Wie gesagt, direkt am Inlandeis, also recht weit drin in Grönland und an der mittleren Westküste. Soll heißen, wenn man von Kangerlussuaq direkt rüber zum Meer geht, kann man rüber gucken nach Kanada und den Kanadiern winken. Es ist an dieser Stelle jetzt nicht super, super weit, aber zum Winken reicht es nicht. Also die sehen einen nicht unbedingt. Es sei denn, man steigt auf einen sehr hohen Berg. Ich werde dann berichten, ob es dann zum Winken reicht. Genau das haben wir nämlich vor. Aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das wirklich reichen könnte. Gut, naja, jedenfalls, besagte Route ist auch die, die wir vorhaben, nämlich von Kangerlussuaq nach Westen zum Meer. Und da der grönländische Inlandeisschild, den wir natürlich auch besichtigen werden, ja ganz nah dran liegt an Kangerlussuaq, also jedes Jahr ein bisschen weniger nah, weil Kangerlussuaq ist fix, der Eisschild zieht sich zurück, ne? Daher kann man da aber trotzdem noch immer ganz gut hinkommen. Ja? Und durch diesen Inlandeisschild und das doch massiv kontinentalere Klima im Inneren von Grönland ist Kangerlussuaq so eine der kältesten Ecken im südlicheren, ne? Nicht am absoluten Nordzipfel natürlich nicht, aber am südlicheren Bereich von Grönland, eben weil das Klima kontinentaler wird, und das macht sich dann schon sehr stark bemerkbar. Kontinental bedeutet ohne mildernden Einfluss des Ozeans. Weil wann immer man einen Ozean nebendran hat, hat man immer ein abgemildertes Klima, also weniger Extreme. Weil wenn es extrem kalt wird, dann dient der Ozean, der normalerweise selten kälter wird als 2-3 Grad, 1 Grad und gegebenenfalls dann tatsächlich auch mal 0 erreicht, aber viel kälter wird der nicht, und der dient damit immer so als gewisser Klimapuffer, um extrem niedrige Temperaturen von minus 40, minus 50 oder solchen Späßen
eben entsprechend ein bisschen auszupuffern. Dann kommtest du nicht ganz so extremer Kälte. Das gleiche gilt auch im Sommer. In Gegenden, wo es warm ist, ist man näher am Ozean, wird es nicht extrem super ultra heiß. Ist man aber hingegen weiter in den Kontinenten, sind die jeweiligen Extreme halt einfach höher. Das heißt, wir haben heißere Sommer, höhere Extremwerte. Wir haben kältere Winter, ebenfalls höhere Extremwerte. Was wir nicht haben, sind Extremwerte bei Niederschlag, weil der kommt logischerweise je näher an der Küste, wo er gebildet wird natürlich. Er wird ja über dem Meer gebildet, die Wolke, und geht dann ins Landesinnere. Und je weiter sie kommt, desto kleiner wird sie, weil sie immer mal wieder an irgendwelchen Bergen vorbei muss und entsprechend abregnet. Und dementsprechend haben wir im Inneren kaum Niederschläge. Nass ist es da trotzdem, weil es gibt ja einen kleinen Eisblock in der Mitte, der so langsam abschmilzt. Das heißt, da gibt es eigentlich einen stetigen Wasserfluss in Richtung Küste, in alle Richtungen. Besagter kleine Eisblock ist die größte, ja, ist der größte Eisschild, zweitgrößte Eisschild des Planeten und der größte außerhalb der Antarktis. Das Ding hat eine mittlere Eishöhe von 2 Kilometern, also immer noch wahnsinnig beeindruckend, kann auch mal 3,5 Kilometer dick sein, wenn wir uns zum Beispiel zu Eismitte begeben. Das Forschungscamp von Alfred Wegener. Alfred Wegener, mal gehört, das ist der Mann, der die Kontinentalverschiebung entdeckt hat. Ist dahingehend sehr spannend, weil die Kontinentalverschiebung, also die Plattentektonik, ne, war gar nicht sein Fachgebiet. Der Kerl ist Meteorologe gewesen und hat da irgendwie, ist er da trotzdem draufgekommen, so völlig als Fachfremder, und hat da ein kleines Heftchen entsprechend zu publiziert, dass das wohl nur so stimmen kann, dass die Kontinente irgendwie, er wusste noch nicht genau wie, aber dass die Kontinente in irgendeiner Form auf dem Planeten auf der ozeanischen Kruste rumschwimmen oder sonst irgendwie. Ja? Genauer beschreiben konnte er es noch nicht groß, aber er war sich absolut sicher und er hatte ja auch recht. Der hat es übrigens nicht entdeckt. Es gab noch andere Leute, die das ebenfalls publiziert haben, auch Leute, die es vor ihm publiziert haben. Aber er hat mit Nachdruck darauf bestanden, dass er recht hat, und er hat es mal wieder ein bisschen, das ist oft in der Wissenschaft so, er hat es besser vermarktet, in Anführungszeichen, dass er diese Erkenntnis eben entsprechend hatte. Ein anderes schönes Beispiel ist die Erfindung von Penicillin. Das hat auch einer vor Fleming bereits entdeckt, aber das ist wieder untergegangen, da hat ihm halt keiner geglaubt und der hat sich nicht entsprechend gewehrt, als man gesagt hat, ach du spinnst doch. Aber der Fleming, der war dann halt eben ein wenig durchhaltevermögender und irgendwie in seiner Zeit hatte er halt Glück, dass man ihm dann geglaubt hat, auch wenn es jemand anders, und ich, leider hat die Welt vergessen, wie er heißt, inklusive mir, das Ganze eigentlich vor ihm entdeckt hatte. Ja, zurück zu Grönland. Kangerlussuaq, also ein US-Flughafen, ein ehemaliger, inzwischen gehört er natürlich komplett Grönland, die Amis sind da verschwunden, also es mag sein, dass der ein oder andere da hin und wieder noch auftaucht, aber von Kolonie oder ähnlichem oder amerikanischem Stützpunkt ist da dahingehend nur noch was zu bemerken, dass da halt ein Haufen barackenartige Container rum stehen, die Architektur, sagen wir mal, bestenfalls zweckmäßig ist und keinesfalls schön, und das Ganze erstaunlich gut ausgebaut ist eben, und man da richtig Geld in die Hand genommen hat, um eben Zwischenlandungen zu ermöglichen, wenn man von Amerika über die Arktis nach Europa fliegen wollte. Da musste man früher aus technischen Gründen, weil die Flieger es sonst nicht so richtig geschafft haben, entsprechend zwischenlanden. Heute geht es ohne, damit hat der Flughafen natürlich an Bedeutung verloren und wieder an Bedeutung gewonnen, nachdem jetzt der Grönland-Tourismus eben auffrischt. Oder beginnt. Oder je nachdem, wie man es nimmt. Was, um nochmal eine Anekdote einzubauen, ich habe nicht gesagt, hier gibt es einen roten Faden, habe ich nie behauptet. Von den einen sehr gerne gesehen wird auf Grönland, weil sie halt Einnahmequellen brauchen, Bodenschätze, sehr schwierig, wurde schon was abgebaut, gab 2 große Minen auf der Insel. Jeweils, als die entsprechend wieder zugemacht wurden, weil es dann doch unwirtschaftlich war, gab es dann wirklich zig Arbeitslose, die dann wieder Durchschnittsbewohner von Grönland eben entsprechend wieder von Sozialhilfe leben mussten. Nicht so wirklich schlau und nicht so wirklich durchdacht, das Konzept. Und abgesehen davon, dass natürlich der traditionelle Grönländer, der noch weiß, wie es geht, und das wissen dann doch noch einige, sich auch autark ernähren kann, sofern er genug Geld hat für Munition, weil heutzutage jagt keiner mehr mit der Harpune ausschließlich, sondern die haben inzwischen natürlich auch Gewehre.
Solange das noch gegeben ist, können die meisten sich tatsächlich noch autark versorgen, eben aus der Natur heraus. Aber ein bisschen Kohle brauchen sie dann auch, allein schon, um eben die entsprechende Rechnung für ihr Öl fürs Heizen im Winter zu zahlen. Weil seit er heizen kann, heizt der Grönländer massiv. Und es ist eigentlich ganz typisch, dass wenn man in irgendwelche kleinen grönländischen Blockhäuschen reinkommt im Winter, da massiv überheizt ist. Die heizen da gerne mal auf 25, 30 Grad rauf und hocken dann entsprechend in Unterwäsche auf dem Sofa, weil sie es können. Und interessant bei allen Dingen bei den alten Grönländern, die ja gegebenenfalls, je nachdem wo man sich befindet auf der Insel, in den 60er, 70er Jahren noch tatsächlich traditionell in, ich kann das Wort nicht aussprechen, ich könnte es euch einblenden, ihren traditionellen Grassoden, Torf, Seehundhaut, Walknochenhäusern gewohnt haben. So ein bisschen was wie in so ein also in die Erde leicht eingegraben, Grubenhaus, kennt man bei uns zulande. Sowas in dem Stil, nur dass sie halt eben kein Holz hatten und da keine Bretter irgendwie drüberlegen konnten oder sonst wie, sondern Walgerippe. Und das hat man dann mit Seehundhaut bezogen oder Robbe oder also irgend so ein Viech halt. Und hat da dann eben nochmal Grassoden draufgelegt, beziehungsweise Moos, Torf. Und wenn es dann geschneit hat, hat sich das sowieso dann eben entsprechend alles entsprechend festgefroren. Und dann hatte man eine massive Schneedecke drauf liegen. Ich weiß nicht, ob man die hin und wieder mal noch ein bisschen entfernen musste, damit das Ganze nicht zusammenbricht. Aber so hat man jedenfalls noch gehaust. Und dann kann sich der ein oder andere, sogar sehr viele, halbwegs ältere Grönländer, so um die 50, 60 Jahre, was die älteren Grönländer so ungefähr haben. Es gibt kaum Grönländer, die wirklich, wirklich alt sind. Einen einzigen 100-Jährigen hat die Insel. Was der zu erzählen hat, muss sagenhaft spannend sein. Das kann ich mir anders nicht erklären. Aber gut, ja. Jedenfalls wissen die das noch. Und die wissen, dass sie nicht unbedingt besonders warm hatten in diesen Behausungen. Und ich merke das von der Verwandtschaft, die den Krieg erlebt hat. Die haben nämlich zum Teil, ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, zum Beispiel immer noch aus ihrer Kindheit, dass es gibt nichts zu essen, Trauma mitgenommen. Und daher ist die Tatsache, dass immer reichlich Essen im Haus war oder ist, wahnsinnig wichtig gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich was ist, und das ist was, das kann man auch psychologisch nachweisen und wissenschaftlich nachweisen, dass das ein typisches Phänomen bei Leuten, die den Krieg erlebt haben als Kind, eben entsprechend ist. Und ich vermute, dass ein ähnliches Phänomen halt beim Grönländer auftritt, der jetzt eine Heizung hat. Zum ersten Mal, vielleicht von mir aus auch seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren, aber als Kind eben keine Heizung hatte. Womit haben die geheizt? Mit einer Walöl-Tranlampe. Also Öl-Tranlampe. Ja, da brannte also ein kleines Kerzlein in der Hütte und das war die Heizung. Fertig aus, Amen. Also es ist unvorstellbar, welche Leistungen im Sinne von Überleben in der Arktis diese Inuit als ganz normaler Lebensalltag erbracht haben. Und die haben mit ihrem entsprechenden Inuit-Kleidung bei minus 30 Grad noch problemlos auf ihrem Schlitten übernachtet. Wenn sie da draußen unterwegs waren, minus 30, oh, das ist nicht kalt, da kann man noch locker auf dem Schlitten pennen, da braucht man kein Zelt mitnehmen. Ja? Und Proviant muss man auch nicht mitnehmen für den Jagdausflug, weil man schießt ja dann irgendwann mal demnächst mal was, beziehungsweise fängt was. So alt ist dann doch keiner mehr, dass er sich an die Zeit noch erinnern kann, als man noch keine Schusswaffen kannte. Die sind ja dann schon jetzt seit dem 19. Jahrhundert entsprechend in Grönland dann langsam mal angekommen, werden entsprechend wertvoll gewesen sein am Anfang. Aber die Kolonialisierung von Grönland hat ja bereits im 1800 Ungrad angefangen und nicht erst 1900 irgendwas. Zuerst halt eben sehr, sehr zaghaft, aber die hat es da gegeben. Jetzt wollte ich ja eigentlich erzählen, was wir da vorhaben. Ne? Also in Kangerlussuaq kommen wir an und die ganzen Überlegungen bezüglich Kocher. Ich hatte ja wirklich super lange rumgemacht, was ist der effizienteste Kocher, was ist das effizienteste Kochsystem, liegen eben daran, dass Kangerlussuaq völlig abgeschieden von der Welt ist. Es ist ein Flughafen, ja, aber sonst völlig abgeschieden vom Rest der Welt ist. Es gibt im Sommer überhaupt keine Möglichkeit, um von da nach irgendwo anders zu kommen, außer zu fliegen. Oder zu Fuß zu gehen. Ha? Keine andere Möglichkeit bis heute. Und das bedeutet entsprechend, dass die Versorgungslage von eben diesem Stützpunkt in der Einöde relativ schwierig ist. Und man kann sich nicht
sicher sein, dass alles, was man potenziell im örtlichen Supermarkt, der im Grunde eigentlich gar nicht so klein ist, eigentlich überraschend groß nach dem, was ich auf Bildern bisher gesehen habe, für das, womit man rechnet, so mitten in Grönland. Na, es ist halt ein internationaler Flughafen. Für einen internationalen Flughafen ist das Ding winzig, natürlich. Aber trotzdem ist es ein internationaler Flughafen. Also man muss jetzt auch nicht erwarten, dass sich da Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Es sei denn, man geht 3 Meter vom Flughafen runter und läuft von mir aus noch 10 Meter in die Tundra, dann sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Beziehungsweise Fuchs fängt den Hase, weil viel anderes zu fressen findet er da gar nicht. Dadurch, dass wir eben nicht sicher sein können, was wir da kaufen können, war die große Diskussion, was für einen Kocher mitnehmen. Und deswegen haben wir uns ja auch für einen Mehrstoffkocher entschieden, der halt alles, was man da an Brennstoff kaufen kann, voraussichtlich verbrennen kann. Und sollte es tatsächlich nur Spiritus geben, was ich wirklich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sollte das der Fall sein, dann improvisieren wir uns noch einen schnellen Spirituskocher oder kaufen uns dann noch schnell einen Spirituskocher oder kaufen uns eine Dose Bier und bauen da draußen einen Spirituskocher. Irgendwas in der Richtung würde uns dann schon einfallen. Aber ne, nur damit man mal versteht, warum diese ganze olle Vorbereitung mit dem Kocher und warum habe ich da so lange drüber nachgedacht, was hat mich da so lange umgetrieben. Auch mit den Temperaturen ist es halt eben schwierig. Die durchschnittliche August-Temperatur, die durchschnittliche Minimum-Temperatur im August, mit der wir so rechnen müssen, beträgt etwa 3 Grad durchschnittliche Minimum-Temperatur. Das heißt, ein Schlafsack nur für 3 Grad wäre natürlich jetzt riskant, weil es kann ja schon auch mal noch ein kälterer Tag als durchschnittlich kalt eben entsprechend geben. Also kalt, die kälteste Temperatur ist logischerweise dann immer in der Nacht, ne? Vor den Morgenstunden vorzugsweise. Das ist relativ typisch für die Region, bei uns im Übrigen natürlich auch so, aber da nochmal ein bisschen ausgeprägter. Das heißt, ich habe mich jetzt für einen Schlafsack mit -4, -5, sowas um den Dreh, erfahrungsgemäß, was ich da drin gut aushalte, entschieden und ich hoffe, dass das wahrscheinlich reichen wird. Wir haben damit aber, bei Evelyn ist ungefähr auch so diese Grenze etwa, und wir haben damit leider keine Möglichkeit, oben in den Bergen zu übernachten, weil wir immer plus minus auf Meereshöhe, also plus minus 100 Meter, also minus 100 Meter geht nicht, 100 Meter tiefer als Meereshöhe kommt man da nicht, aber auf dem Bereich uns bewegen werden. Und wenn wir weiter hochgehen, was wir von einem Tagesausflug ja mal machen können, insbesondere solange man in Bewegung bleibt, kann man ja auch mal -10, -15 Grad in den Bergen relativ gut überstehen. Aber da müssen wir halt wieder runter. Das ist so ein bisschen die Einschränkung, weil wir keine Ausrüstung für in den Bergen übernachten dabei haben. Ist halt nun mal Grönland und nicht Pipifaxland. Ich will jetzt aber auch nicht völlig übertreiben, also die Temperaturen, die sind nicht hoch, aber es ist auch nicht so, dass da wirklich jetzt mit täglichen Schneesturm und Ähnlichem zu rechnen wäre. Das ist zwar möglich, das ist so, aber ja, doch eher unwahrscheinlich. Ne? Man sollte trotzdem Ausrüstung dabei haben, mit der man sowas überstehen könnte, falls es dann doch dazu kommt. Ne? Wir laufen den Arctic Circle Trail. Der Arctic Circle Trail geht eben von Kangerlussuaq bis runter an die Küste. An der Küste liegt die Stadt Sisimiut. Ich bin mir nicht komplett sicher, wie man die ausspricht, wie immer. Das ist die zweitgrößte Stadt Grönlands mit ca. 5000 Einwohnern. Boom. Ne? Die zweitgrößte Stadt Grönlands hat 5000 Einwohner. Die größte Stadt ist Nuuk und damit auch die Hauptstadt. Und die hat, glaube ich, 13.000, 14.000 oder sowas. Der Rest von den doch sage und schreibe immerhin 55.000, 56.000 Einwohnern von Grönland verteilt sich dann über die komplette Küste. Auf dem Eis wohnt logischerweise keiner. Direkt am Eis wohnt auch fast keiner. Da gibt es so ein ganz paar Camps, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Auch ein ziviles, öffentliches in Anführungszeichen, bei dem man einfach so hinlatschen kann. Bei allen anderen müsste man sich explizit großartig anmelden und braucht da lange Zeit, relativ komplizierte bürokratische Verfahren, bis man es dann schafft, dass man da überhaupt hin darf. Auch nur für Wissenschaftler oder irgendwelche sonstigen Forscher oder gegebenenfalls noch Filmteams oder Naturschutzorganisationen, irgendwie sowas muss man das ein, damit man da hinkommt. Ich würde ja wahnsinnig gerne. Vielleicht eines Tages, vielleicht bin ich noch ein bisschen mehr, vorsichtig ausgedrückt, Ruhm mir erarbeitet habe oder keine Ahnung. Aber ein Traum wäre schon, mal wirklich an so einer Forschungsstation vorbeizuschauen. Also bei denen, wo halt nicht jeder einfach so hin kann. Ne?
wo dann Expeditionen von gestartet sind, historisch und auch noch tun, auch heute noch. Das wäre schon toll. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle wohnen an der Küste und über eben verschiedene kleine Städtchen, Dörfer eben verteilt. Die sehen auch alle nicht großartig unterschiedlich aus. Da gibt es halt schöne bunte Holzhäuschen, da gibt es dann halt auch einen Supermarkt. Teilweise haben sie oft haben sie ein Museum, falls dann sich doch mal ein Touri dahin entsprechend hinferiert, damit er irgendwas angucken kann und ein bisschen Geld da lässt. Die haben auch schon mal eine Kneipe und oft auch eine Kirche. Inzwischen ist Grönland größtenteils christianisiert, leider. Heißt, von der ursprünglichen Religion der Inuit ist nicht allzu viel übrig geblieben. Die erinnern sich schon noch an so das Manche, also manches und so einiges, aber ja, auf dem Papier sind es alles Christen. Kaum einer, der da wirklich noch bekennender Religion der Inuit-Angehöriger ist. Ich weiß gar nicht, ob deren Religion wirklich einen Namen hat, den man irgendwie ja, als Buddhismus, Hinduismus oder was auch immer eben bezeichnen könnte. Wenn ja, dann kenne ich den gar nicht. Jo, Tour soll dauern 14 Tage, also so lange haben wir uns entsprechend Zeit genommen. Das heißt nicht, dass der Weg eigentlich 14 Tage dauert. Den Arctic Circle Trail, den läuft man irgendwas zwischen 5 und 10 Tagen. 10 Tage ist so die gemütliche Variante für denjenigen, der jetzt kein Supersportler ist, aber halt doch auch schon ein bisschen Wandererfahrung hat. Wenn man nicht ein bisschen Wandererfahrung und ein bisschen nach Möglichkeit arktische Wandererfahrung hat, sollte man den ganzen Weg am besten gar nicht machen, weil dann könnte er potenziell ein wenig gefährlich sein. Selbstverständlich kann man, ja. Und alles, was ich bisher so erzählt habe, ist dahingehend natürlich etwas übertrieben, weil die Rettungsmöglichkeiten, wenn man da ein Problem hat, sind recht gut. Ne? Also man hat schon gute Möglichkeiten, da dann irgendwie mit entsprechender Kommunikationstechnik vorausgesetzt, sich einen Hubschrauber zu rufen und der kommt dann und sammelt einen an und bringt einen halt eben entsprechend an die Küste und dann macht man eine großzügige Spende an eben den Rettungsdienst von Grönland und die freuen sich und dann hat sich das erledigt. Ja? Also die Rettung kostet noch nicht mal was, wenn es wirklich eine Notsituation ist, wo sie einen rausholen müssen. Lediglich bei wirklich völliger Idiotie berechnen sie halt eben dann wirklich die Kosten dieser ganzen Rettungsaktion. Theoretisch, wenn man selber zahlen müsste, würde man sich da dumm und dappig zahlen. Aber mit einer großzügigen Spende, und da reden wir von 500 Euro ungefähr, kommt man da eigentlich dann auch ganz gut weg. Und das ist ein Problem. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein massives Problem, weil je nach Situation, aus der man sich da retten lassen möchte, bringt man ja diejenigen, die einen retten sollen, auch in Gefahr. Wenn da zum Beispiel jetzt gerade Schneesturm ist oder sonst wie, dann sind sie hoffentlich schlau genug, um da nicht anzukommen zu der Zeit. Aber möglich wäre schon, dass man halt in jedem Fall auch den Retter einem gewissen Risiko aussetzt. Und wenn das nicht, dann reißt man sie gerade aus ihren Familien raus, damit sie in ihren Heli springen und einen da einsammeln oder was immer die jetzt gerade treiben. Also ich halte es für ein großes Problem, dass sich zu viele Leute, zu viele Wanderer, Ökotouristen von mir aus auch, einfach nicht ausreichend auf solche Touren vorbereiten und dann tatsächlich eben diese Rettung in Anspruch nehmen müssen. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass es immer mehr Leute gibt, die sowas machen. Ja, dann nimmt logischerweise auch die Zahl derjenigen, die man retten muss, zu. Aber prozentual hat doch auch der Anteil, also selbst wenn man jetzt eben die Zunahme an Personen mit den Zunahmen der Rettungen entsprechend gegenrechnet, dann stellt man schon fest, dass immer mehr Leute anteilig gerettet werden müssen. Weil immer mehr Detten, muss man so sagen, sich eben entsprechend in die Wildnis wagen, weil sie davon ausgehen, dass sie bei Problemen entsprechend gerettet werden können. Und es ist eine gute alte Tradition eigentlich bei Touren in Grönland, dass so 1, 2 bis 3 Leute auf der Strecke bleiben. Ja? Die meisten, kaum einer hatte keine Grönland-Expedition, hat entsprechende Todesfälle zu beklagen gehabt, als man noch eben im heroischen Zeitalter der Arktis-Erforschung da unterwegs gewesen ist. Und das allein sollte uns ja zeigen, was für einen Respekt man von diesem Land haben sollte. Und geht man davon aus, dass man sich bei Gefahr jederzeit retten lassen kann, dann fehlt es einem genau daran, meiner Meinung nach. Am Respekt eben für dieses Ökosystem, diese sehr, sehr harten Bedingungen und auch am Respekt vor die Menschen, die da oben schon seit Ewigkeiten, nämlich ziemlich genau seit etwa 5000 vor Christus müssten die ersten aufgekreuzt sein, die allerersten Paleo-Eskimos,
vielleicht auch 4000 vor Christus. So irgend sowas um den Dreh. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz auswendig. Man kann es gut nachweisen, aber habe es gerade nicht im Kopf. Jedenfalls seitdem leben da tatsächlich Menschen. Auch in die. Und ich finde es einfach, das hat einfach was mit Respekt zu tun, für meine, aus meiner Sicht, dass man da nicht hingeht, wenn man nicht weiß, was man tut. Und wenn man nicht alles erdenklich getan hat, um das Risiko, dass man einen da rausholen muss, dass man da rausgerettet werden muss, auf ein Minimum zu reduzieren. So, und dazu gehört halt eben auch, dass wir uns für den Weg 14 Tage Zeit nehmen. Wenn alles nach Plan verläuft, machen wir viele, viele Abstecher. Wir werden auch das Ganze gemütlich in 10 Etappen laufen. Gemütlich, gemütlich. Also wirklich überhaupt kein Problem. So ist auch gut zu schaffen. Das ist kein Hexenwerk und dafür muss man nicht Supersportler sein. Da reicht es vollkommen aus, eine stinknormale, durchschnittlich sportliche Person zu sein. Ne? Nur ein bisschen Erfahrung brauchst du natürlich noch mit dem Outdoor-Leben, mit dem Umgang mit den entsprechenden Bedingungen da draußen. Aber rein von der körperlichen Fitness her ist das wirklich machbar. Ja, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen Reserven haben für den Fall, dass irgendein Notfall eintritt, wo man weiterlaufen muss, als man denkt. Das muss möglich sein. Ja, man sollte dann also die 10 Tage eben so schaffen, dass man noch gemütlich Reserven übrig hat. Und man sollte, das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig, auch eben damit rechnen, dass man gegebenenfalls irgendwo 1-2 Tage feststeckt, falls zum Beispiel schon mal Schnee fällt. Ja, wir sind ja August da, wir sind Mitte August da und wir sind dann auch schon tendenziell zur letzten Augusthälfte hin immer noch da. Und da wird es dann langsam tatsächlich auch schon ein Thema, dass frühe Schneefälle einsetzen können, je nachdem wie heftig die sind. Die können durchaus sehr heftig sein, hockt man dann halt gegebenenfalls vielleicht mal einen Tag fest. Dann sollte man genügend Proviant dabei haben. So, und daher haben wir eben für 14 Tage Zeugs dabei. Und wenn alles gut läuft, dann laufen wir gemütliche 10 Tage und machen 4 Tage noch Zusatzausflüge, gehen in die Berge hoch, gucken uns sonst wie was an und so weiter. Und ja, dann werden wir da sicherlich ganz gut durchkommen. Und wenn wir gegen Ende merken, oh, jetzt sind wir doch noch schneller gewesen als erwartet, oder wir haben nur 9 Etappen gebraucht, weil wir einfach Lust hatten, noch länger zu laufen an einzelnen Tagen. Oder vielleicht haben wir auch sogar nur 8 Etappen gebraucht, das glaube ich jetzt nicht. Aber dann haben wir halt noch mehr Tage, die wir noch zusätzlich die Gegend unsicher machen können und zusätzlich nochmal irgendwo in die Berge hoch. Und Berge gibt es. Und Möglichkeiten, da hochzukommen, gibt es laut Karte. Naja, es gibt Vorschläge. Ist nicht so, dass da irgendein breit ausgetretener Wanderweg hochführen würde. Mit Sicherheit nicht. Naja, aber es gibt Vorschläge für Routen, wie man tatsächlich in die Berge kommen kann. Und das würde ich wirklich sehr, sehr gerne ausprobieren. Warum? Weil, wenn man vom eigentlichen Arctic Circle Trail runtergeht und irgendwo wirklich ein bisschen abseits von dem unterwegs ist, besteht eine realistische Chance, dass man da irgendwo rumläuft, wo noch nie irgendein Mensch gewesen ist. Und das ist tatsächlich so, weil die Einheimischen, wie so oft, haben kein Interesse am Bergsteigen. Was soll der Blödsinn? Da ist es saukalt, da gibt es nichts zu essen. Was soll man da oben? Das ist eine reine Zivilisationsmensch-Idee, dass es irgendwie das Bedürfnis danach gibt, an völlig unwirtliche, gefährliche Orte eben zu gehen, nur weil da noch keiner gewesen ist. Und weil er irgendwie das Gefühl hat, da sei es schön. Da ist es ohnehin Zweifel schön, ja. Aber Schönheit liegt immer natürlich im Auge des Betrachters. Und im Inuit wäre das einfach, also insbesondere im Traditionellen, wäre das vollkommen wurscht, was da oben auf dem Berg ist. Der ist ja genug damit beschäftigt, eben entsprechend sich sein täglich Brot, Brot kennen sie gar nicht, also traditionell kennen sie es nicht, eben entsprechend zu verdienen. Durch Jagd. Der Mann geht jagen, Frau kümmert sich um Haushalt, repariert Dinge, stellt Geräte her und kümmert sich logischerweise auch um den Nachwuchs. Also da gibt es noch eine klassische Geschlechtertrennung, zumindest bei denjenigen, die eben noch relativ traditionell leben. Das ist auch einfach schlicht und ergreifend notwendig, weil Jagen braucht viel Zeit, das andere braucht auch viel Zeit und dass man sich dann da jeweils entsprechend spezialisiert. Das macht für Naturvölker definitiv Sinn. Das ist halt so. Ja, das ist aber bei jedem Naturvolk so. Und irgendwie zeichnet sich da ein Trend ab, der das fast schon kein Zufall mehr sein lässt. Ne? Ja. Aber wir reden hier natürlich von Naturvölkern. Das muss bei uns selbstverständlich nicht mehr so sein. Absolut unsinnigerweise wäre es, wenn man das jetzt noch bei uns unbedingt durchziehen wollen würde.
Grönland gehört zwar zu Dänemark, aber ist ziemlich autark. Sie haben also in rechtlichen Fragestellungen ziemliche Autarkie, können also da machen, was sie lustig sind, wie sie haben wirtschaftlich und finanziell plus minus auch Freiheiten und ihr eigenes Budget, mit dem sie entsprechend arbeiten können. Sie haben auch ein eigenes Parlament, sie haben eigene gewählte Vertreter und all solche Späße. Und daher die Bindung zu Dänemark wird immer dünner. Ne? Also es wird ihnen immer mehr eigenes Recht zugestanden. Dänemark ist noch für die Verteidigung zuständig. Grönland hat keine eigene Armee, da muss sich die dänische Armee drum kümmern. Und tatsächlich gibt es sogar ein paar Soldaten, nämlich die Sirius, Sinus, so ähnlich, Patrouille, die die Grenzen vom grönländischen Nationalpark tatsächlich patrouilliert, was dafür da ist, dass da keiner reingeht, weil in denen darf kein Mensch rein. Das ist ein Schutzgebiet der Kategorie absolut striktes Betretungsverbot, es sei denn, du bist irgendein Wissenschaftler, der 6 Milliarden Formulare ausgefüllt hat und dann tatsächlich irgendwann die Genehmigung bekommen hat, da reinzugehen. Oder eben, du bist tatsächlich die grönländische Armee. Snow Patrol will ich sie jetzt nicht nennen, aber die sind da wirklich mit Hundeschlitten unterwegs. Selbst heute noch. Selbst die modernen Soldaten, ansonsten topmodern ausgestattet, aber immer noch mit Hundeschlitten. Weil ist das Beste, womit man da unterwegs sein kann. Ne? Und die patrouillieren eben entsprechend da die Grenzen von dem Nationalpark. Zu dem kommen wir nicht. Der ist in der Nordostecke von Grönland. Ist übrigens der größte Nationalpark der Welt. Auch eine Hausnummer. Also Superlative gibt es reichlich in Grönland. Übrigens, die Berge sind auch nicht gerade klein. Die sind auch sowas 3600, 3800, glaube ich, ist, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh. Zumindest der höchste hoch. Und das ist schon eine Nummer. Insgesamt haben wir noch ein paar zusätzliche Tage auf der Insel, also nicht nur diese 14 Wandertage, sondern ich glaube 4 oder 5 Zusatztage haben wir noch, die man noch verbringen können, wie wir halt eben entsprechend Lust haben, eben um nochmal zum Inlandeis zu kommen, gegebenenfalls um noch ein zweites Mal zum Inlandeis zu kommen und übrigens um von Sisimiut, also diesem Örtchen an der Küste, wieder zurück zum internationalen Flughafen in Kangerlussuaq zu kommen, dann braucht man noch einen Inlandflug, es sei denn, man läuft die Strecke wieder zurück. Ja, weil, wie gesagt, Straßen gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen, theoretisch könnte man auch noch mit dem Boot durch den Fjord fahren. Das geht auch. Ja, die Option besteht auch noch irgendwie. Aber da gibt es keine Bootverbindung. Man könnte es aber mit einem privaten Boot theoretisch tun. Aber ja, da muss man eben entsprechend fliegen und das werden wir dann auch tun. Das heißt, ich hoffe, wir haben wirklich an den jeweiligen Orten, es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wann wir an Sisimiut ankommen. Können wir auch einen Tag früher ankommen oder einen Tag später ankommen, je nachdem. Haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um uns auch wirklich ein bisschen mit der Kultur der Einheimischen etwas auseinanderzusetzen. Ich betone etwas, weil es gibt viele tolle Reisejournalisten und darum beneide ich sie auch sehr, aber ich kann das nicht, die so richtig bei den Einheimischen halber einziehen und mit denen richtig schön ins Gespräch kommen und dann total viel über die entsprechende Kultur und so weiter lernen. Das ist nicht meins. Ich lasse die gerne in Ruhe. Egal wo. Es muss jetzt nicht zwingend in Grönland sein. Das ist einfach nicht so mein Stil, da bei sich mir mich bei denen einzuquartieren oder uns. Ne, wir sind ja zu zweit natürlich. Aber ja, da habe ich Schwierigkeiten. Das würde ich eigentlich nicht so sehr wollen. Wenn man eingeladen wird, ja, oder sich wirklich ein entsprechendes Gespräch ergibt bei einem, na, hoffentlich einigermaßen genießbaren Getränk in der Bar abends. Ich habe keine Ahnung, was die da an Schnaps da haben, aber sie haben jedenfalls definitiv Alkohol da. Vielleicht ergibt sich da was. Ja, das kann sein, aber danach suchen explizit werde ich nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass man das ein oder andere vielleicht doch mitbekommt. Eventuell trifft man ja auch draußen in der Wildnis einen einheimischen Wanderer an. Wäre zumindest vorstellbar. Dann könnte man sich da noch mal ein bisschen kurz schließen und ein bisschen kommunizieren. Das wäre sicherlich auch schön. Ja, irgendwie sowas, ne? Übrigens, wer jetzt mal auf die Idee kommt, Grönland zu googeln und mal auf der Karte zu gucken, wo das liegt und wie groß das ist, bitte nicht täuschen lassen. Die Erde ist ja bekanntlich eine Kugel. Für diejenigen, die es noch nicht wussten. Es gibt ja welche, die es noch nicht wussten. Und das Problem ist, man kann auf einer zweidimensionalen Karte
eine Kugel nicht korrekt darstellen. Und zum Beispiel in der gebräuchlichen Mercator-Projektion. Das ist also die Erdkugel, wie wir sie auch auf Google Maps bzw. Google Earth, glaube ich, finden. Glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wäre so. Sieht Grönland überproportional groß aus. Das liegt daran, dass der Polarkreis nach Norden hin immer die entsprechenden Breitengrade immer kleiner werden. Ja? Und wenn du das dann aber auf einer viereckigen Karte darstellst, dann hast du hier oben Linien, die sind genauso lang wie die am Äquator. Die am Äquator wären aber die längsten. Eigentlich werden die nach oben hin immer kürzer. Das heißt, man müsste eigentlich eine runde Karte nehmen, um die Erde darzustellen, dann kriegt man aber wieder nicht die ganze Erde drauf. Das ist also ein Problem. Das heißt, auf den meisten Erdkarten sieht eben entsprechend Grönland zu groß aus, weil dadurch, dass es so weit nördlich liegt, es dann halt eben von der Projektion her in die Länge gestreckt wird, also in die Breite gestreckt wird. Ist trotzdem eine riesengroße Insel. Aha, interessante Vögel hier. Oder auch nicht. aber davon wirklich jetzt nicht täuschen lassen. So. Und dann war jetzt noch die Frage, machst du denn viele Aufnahmen, mach gefälligst viele Aufnahmen und wir freuen uns auf das Bildmaterial. Ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich da in irgendeiner Form aufzunehmen, aber, und das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht besonders gefallen, es gibt selbstverständlich auch Bildmaterial. Ja, es wird auch relativ viel Bildmaterial, denke ich, geben, hoffe ich zumindest sehr, wenn es da nicht irgendwelche technischen Schwierigkeiten gibt oder ich von furchtbarer Faulheit heimgesucht werde und dann keine Lust habe, was zu filmen, glaube ich schon, dass es das eine oder andere viele Bildmaterial, also ja, 3-4 Stunden werden sicherlich werden, geben wird. Ne? Aber, ich mache nicht so eine kompletten Tour-Vlog wie bei meiner Schweden-Tour. Das mache ich nicht. Beziehungsweise, das mache ich eventuell schon, aber dann mache ich es nicht für ein Otto-Normal-YouTube, sondern dann entweder zum wirklich privaten Genuss oder landet es auf meiner Patreon-Seite. Ne? Das könnte also durchaus passieren, dass sowas in der Richtung passiert. Und die dritte Sache ist, und das wird jetzt dem einen oder anderen vielleicht auch nicht gefallen, dass ich das eine oder andere auch gerne behalten möchte für mich, bis ich zur Grönland-Tour eventuell einen Vortrag halten kann. Es gibt da ja so schöne kleine Vereinchen, wo man als Anfänger, Reisender, der ein bisschen schönes Bildmaterial mitgebracht hat und gegebenenfalls was zu erzählen hätte, einen Vortrag halten kann. Und damit kann man auch durch einen kleinen Obolus verdienen. Und ehrlich gesagt, ich gehe zu solchen entsprechenden Dia-Vorträgen, Dia-Reportagen. Ne? Die sind inzwischen längst nicht mehr Dia, selbstverständlich. Aber so hat es angefangen und so kenne ich es noch aus kleinster Kindheit. Ich bin da immer so unglaublich gerne hin. Heute ist es wohl eine Live-Reisereportage oder Multimedia-Reportage oder ich weiß gar nicht, wie das heutzutage heißt. Ne? Der eine oder andere lebt ja davon, das ist auch toll. Und wie gesagt, ich gucke mir das unglaublich gerne an. Na, Katzenviech. Die Katze kommt. Jedenfalls, ich würde sowas auch wahnsinnig gerne mal machen. Ich wollte das schon immer mal gerne machen. Und jetzt mit Grönland hoffe ich tatsächlich, Chancen zu haben, dass ich das auch mal machen kann. Weil Grönland hat den großen Vorteil, da war noch keiner. So bei den vielen Reisereportagen, die es da eben entsprechend gibt. Jo, jetzt musst du stören, gell? Musst du stören. Da ist eine Schnecke, kannst du fressen. Nein? Bei den vielen Reisereportagen, die es da entsprechend gibt, Grönland ist, glaube ich, noch nicht dabei gewesen. Zumindest habe ich noch keine gesehen zu Grönland und hoffe daher, dass ich vielleicht beim einen oder anderen regionalen Verein zu Grönland ein bisschen was erzählen darf. Jo, da ist die Katze. Das wäre dann schon sehr, sehr cool. Und daher möchte ich zu diesem Zweck ja auch dann noch das eine oder andere Material für mich behalten, damit ich dann in diesem Vortrag raushauen kann. Aber keine Sorge, wenn ich den dann ein paar Mal gehalten habe und dann irgendwann das Ganze nicht mehr aktuell ist und so weiter, dann landet der auf irgendwann auf YouTube, ja? Also ihr müsst im schlimmsten Fall ein kleines bisschen in forstlichen Zeiträumen denken, dann kriegt ihr auch alles zu sehen, was es zu sehen gibt. Und dass die zahlende Kundschaft halt ein bisschen früher. Das ist böse und gemein und ganz hinterhältig von mir, gell, Katzenviech. Ja. Aber
Das wäre der Plan. Ja, und wenn es nichts wird, dann ist auch gut. Dann geht es natürlich schneller. Also hofft im eigenen Interesse, dass es nichts wird. Und dann sehen wir mal. Ne? So, und dann für diejenigen, die gerne insbesondere Waldinhalte haben wollen. Ich tue mein Bestes, dass in der Auswertung von Grönlandmaterialphase auch das eine oder andere zu unserem Wald noch kommt. Da tue ich wirklich mein Bestes. Es wird dann auch nochmal ein bisschen erhöhten Ausrüstungsanteil geben, weil das eine oder andere Gegenständchen ein Langzeitreview in Anführungszeichen bekommt oder halt eben einen Bericht, wie das jetzt in Grönland funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, weil es gibt schon Leute, die das auch interessiert. Natürlich gibt es Leute, die das auch wieder ein bisschen weniger interessiert. Das wird es geben. Das ist für mich einfach praktisch, weil das macht kaum Arbeit. Da hockst du dich hin mit dem entsprechenden Ausrüstungsgegenstand, erzähle ich ein bisschen was und gut ist. Wirklich super, super arbeitsunintensiv, während dann halt wirklich inhaltsvollere Themen, in Anführungszeichen, die machen Arbeit. Das kann also sein, dass es dann halt ein bisschen vermehrt Material aus Grönland, Ausrüstung aus Grönland und ein bisschen weniger Waldzeugs gibt, aber ja. Ja, das ist dann halt eben entsprechend so. Und wen die Arktis jetzt gar nicht interessiert, weil es da keine Bäume gibt. Und ja, es gibt da keine Bäume. Wir werden also über die gesamte Tour keinen Baum sehen. Also jedenfalls nicht das, was wir uns unser Baum vorstellen. Sondern nur wirklich Zwergbäumchen, die für Otto-Normalverbraucher nicht nach Baum aussehen. Ne? Und das wird dem einen oder anderen nicht unbedingt gefallen. Und das kann ich auch verstehen. Aber es ist halt nun mal mein Kanal und der ist zwar demokratisch beeinflussbar, aber letztendlich ist er doch eine Diktatur und ich entscheide, was rankommt, beziehungsweise die Themenwahl. Und für mich ist es eine große Leidenschaft. Ich fand die Arktis schon immer faszinierend. Ich fand und ich freue mich wahnsinnig auf die Tour. Das wird wirklich das Highlight vom Highlight für mich wahrscheinlich. Ich muss nämlich noch dazu sagen, ich bin noch nie aus Europa weg gewesen. Das heißt, es ist für mich doch dahingehend ein Novum, dass ich mal Europa verlasse. Und boah, bin ich schon wirklich, wirklich entsprechend aufgeregt. So, und was ist da noch wichtig? Ich habe vorproduziert. Deswegen gibt es in letzter Zeit auch nicht ganz so viele Videos. Ich könnte mehr veröffentlichen, weil ich habe vorproduziert. Das heißt, ich kann in der Zeit, wo ich weg bin, also insgesamt bin ich so quasi 4 Wochen nicht ansprechbar, in der Zeit, wo ich weg bin, habe ich mindestens 5, 6 entsprechende Videos, die ich dann in den Auto-Upload reinhauen werde. Das bedeutet, die kommen dann von alleine. Und die könnt ihr euch dann eben entsprechend angucken und die könnt ihr natürlich auch kommentieren. Das Blöde ist bloß, ich kann halt nicht antworten, weil ich hocke gerade irgendwo, wo es kalt ist. So, und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich das dann überhaupt machen soll, aber andererseits, mein kompletter Kanal ist ja sowieso auch noch online, wenn ich in Grönland bin. Ob da jetzt neues Material dazukommt oder nicht, ist dahingehend dann relativ egal. So, und warum ist das jetzt überhaupt wichtig? Wo ist jetzt das Problem? Wo könnte da eine Schwierigkeit sein, dass ich nicht da bin und nichts kommentieren kann? Naja, folgendes. Wenn man so eine Plattform betreibt, beziehungsweise einen eben Kanal, ein Social Media Gedönse und so weiter, dann war es zumindest nach bisherigem Recht so, und das ist wohl heute immer noch so zum Teil möglich, dass man haftbar ist für den Krempel, der bei einem dann drunter steht. So, und wenn mir jetzt irgendwer irgendeinen Scheiß drunter schreibt unter irgendwas und jemand fordert mich auf, das zu löschen, dann muss ich nach Kenntnis, dass da irgendein Scheiß drunter steht, das tatsächlich dann auch entsprechend löschen. Das heißt, ich muss meine Kommentare bis zu einem gewissen Grad moderieren, bin ich rechtlich zu verpflichtet. So, und da ich aber nicht da bin, geht das nicht. Das heißt, ich sollte eigentlich, das werde ich aber nicht tun, jemanden abstellen, der halt für mich meine Kommentare pflegt. Eigentlich. Ich hoffe aber, dass es vielleicht gegebenenfalls, und deswegen sage ich das jetzt nochmal, dann liest das vielleicht der eine oder andere und das wäre super, super hilfreich, unter euch den einen oder anderen geben könnte, der vielleicht auch mal gerne in die Kommentare gucken mag, bei den Videos, die dann eben entsprechend in meiner Abwesenheit online gehen. Denn auch ihr als normaler Nutzer habt ja die Möglichkeit, einen Kommentar zu melden, dass der eben entsprechend Würde, Anstand und guten Sitten widerspricht. Da also irgendeine Beleidigung drin steht oder irgendeine Hetze gegen irgendwelche Minderheiten
oder irgendwelche Aufforderungen zur Gewalt oder ne, also all so ein Zeug, was man gefälligst sein zu lassen hat. Weil wenn ich nicht da bin, kann ich es nicht löschen, bin aber trotzdem für verantwortlich, dass es irgendwie wegkommt. Und wenn ihr dann so nett wärt, sowas dann einfach mit dieser Meldefunktion, die YouTube eben zur Verfügung steht, stellt, zu melden, dann klappt das, glaube ich, auch. Und da ist ja wirklich ein bisschen gut in all diesem Rechtswirrwarr, was in letzter Zeit bezüglich Urheberrecht und Mediengedönse und so weiter entstanden ist, dass ich glaube, diese eine Sache auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, nutzerfreundlicher geworden ist. Und auch in der Artikel 13-17 Diskussion, das ist so eine der wenigen Sachen, die da drin stehen, die gar nicht mal so scheiße sind. Natürlich ist das noch nicht in Kraft, ne? Hat er ja noch Zeit, um das eben alles darauf umzubauen, damit das damit konform ist. Aber ja. Ja, also es ist ein gewisses Risiko für mich. Ich glaube aber nicht, dass es schlimm ist, dass ich das jetzt hier erzähle. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der mich mit mir da wirklich Böses will, bis zu diesem Punkt jetzt noch zugehört hat. Daher kann ich mir echt nicht vorstellen. Und wenn ihr ein bisschen aufpassen würdet, ich glaube ja nicht, dass es ohnehin überhaupt mal notwendig ist. Aber das wäre ganz toll. Also da wäre mir sehr, sehr, sehr geholfen und ihr könnt mir dann gerne eine E-Mail schreiben, dass ihr das und das entsprechend entdeckt habt und versucht habt, es entfernen zu lassen. Dann kriegt ihr ganz viel Dank und Anerkennung meinerseits eben entsprechend zurück. Also das wäre ganz toll. Also wenn das klappen würde, das wäre toll. Ja, und dafür gibt es dann halt auch ein paar Videos in meiner Abwesenheit. Aber bitte nichts allzu Tolles erwarten. Es ist ein bisschen was dabei, was vielleicht ganz spannend ist. Es ist aber vergleichsweise viel Ausrüstungskram. Es ist auch noch ein bisschen was anderes. Aber ja, ein bisschen was mache ich vielleicht auch noch. Eventuell noch ein bisschen was drehen zwischendurch, weil so ganz ohne Drehen, eigentlich hätte ich jetzt genug zu tun. Aber so ganz ohne Drehen komme ich, glaube ich, auch nicht hin. Und daher könnte es schon sein, dass da noch das eine oder andere noch zusätzlich gibt. Und da kommen wir schon auf ein bisschen Material. Ja, also ihr werdet nicht auf dem Trockenen sitzen. So, ich glaube, das waren die wesentlichen Dinge, die ich sagen wollte. Ansonsten wünsche ich einen schönen August, wenn der dann soweit ist. Weil, wie gesagt, da werdet ihr nicht mehr viel von mir hören. Ne? Und schon gar nicht mit irgendwelchen Videos, die ich dann noch mehr oder weniger zeitnah drehe und zeitnah hochlade. Auch all den ganzen Kram, der dann halt eben später dann kommt. Das ist alles vorproduziert und alles schon länger her. So. In diesem Sinne, macht's gut. Oh, und nochmal wichtig, dieses Video ist die Einführung zu einem Dreiteiler, weil ich habe doch nochmal die Ausrüstung und den Proviant jeweils nochmal ausführlicher bzw. in der aktuellen Form vorgestellt und klatscht das dann hier noch hinten dran. Das sind dann Teil 2 ist die Ausrüstung, Teil 3 ist der Proviant und das gehört halt hier jetzt noch irgendwie dazu, ne? Nur dass wir alle Bescheid wissen. Aber jetzt, macht's gut und tschüss.